Hallo Mike, freut mich. Ich möchte eine Mehrtageswandertour durch Tirol machen und dachte mir, ich hole mir vom Bergführerexperten noch ein paar Tipps und Tricks, was ich alles brauche. Gerne. Was sehen wir denn hier? Da haben wir mal die Ausrüstung, die Grundausrüstung für die Eintagestour. Von ganz wichtig, Rettungspaket, Biwaksack, Mütze, Handschuhe, Reserve-T-Shirt, Fließjacke, Ringjacke, Regenhose und die Berghose. Zum Trinken, ganz wichtig, eine Trinkflasche mitnehmen. Ganz wichtig, die Wanderkarte als Orientierumshilfe, dass man weiß, worum es geht im Gelände. Okay, und wenn ich jetzt auf der Hütte übernachten will, was brauche ich dann noch zusätzlich? Da haben wir die Sachen, was man vielleicht zusätzlich nur so für 4-5 Tage durch von Hütte zu Hütte nur mitnehmen sollte. Als Empfehlung, mal ganz wichtig, der Hüttenschlafsack. Leicht ganz, wahrscheinlich. Ganz wichtig, leicht gibt es aus Seide. Dann Handtuch. Das ist ein Handtuch. Das ist ein Handtuch. Das ist aber leicht. Saugfähig. Leicht und sehr klein. Perfekt. Ganz, ganz, ganz angenehm für mehr Tagesplan, ja. Toilettenartikel, Reserve-T-Shirt, Stirnlampe oder Taschenlampe und vielleicht noch eine warme Jacke. Da haben wir noch einen regenfesten Beutel, wasserfesten Beutel, wo man das Handy rein tun kann, Geldtasche rein tun kann. Und ein bisschen Verpflegung für und Notfall. Vielleicht ein bisschen Verpflegung. Ich meine, es gibt auf die Hütten gibt's ja, wo man sich was nachkaufen kann. Also ein paar kleine Snacks mitnehmen und Snacks für den Tag, ja, und die Hauptmahlzeit auf die Hütte nehmen. Was wird denn gerne vergessen? Unterwäsche, Socken, natürlich nicht zu viel mitnehmen, Sonnencreme, Sonnenbrille. Ja. Und gerne auch Bargeld, weil man ja auf Hütten nicht immer mit Bankomat zahlen kann. Für die Mehrtagestour sieht der Rucksack ein bisschen größer aus. Was kannst du mir denn da jetzt noch für Tipps geben zum Packen? Einfach schwere Sachen nahe an den Rücken und Sachen, was man nicht so schnell braucht, einfach unten in den Rucksack rein. Gut, dann lass mal packen. Der hat ja schon ein paar Kilo. Wie trägt sich jetzt in der Rucksack am besten? Ja, dazu haben wir nochmal auf dem Rücken auf. Okay. So. Dann nehmen wir mal die Treugurte. Ja. Das auf Seiten hin. Ziehen das einmal ein bisschen an den Körper, ein bisschen her. Wichtig ist, dass der Hüftgurt recht eng sitzt und über die Hüftknochen läuft. Und da bringst du nämlich das Gewicht mehr auf die Hüften und für die Schultern entlastest. Ah. Und oben zieht man dann so fest her, dass der Rucksack eng an dem Körper, am Rücken anliegt. Und damit? Damit hast du noch ein bisschen was. Da kannst du den Rucksack oben fixieren ein bisschen, dass er bei den Trägern ein bisschen enger sitzt. Ah, gut. Fühlt sich gut an. Mike, vielen lieben Dank für deine Tipps. Gerne. Ich fühle mich jetzt bereit und es geht los für mich. Wenn ihr euch jetzt alles nicht merken konntet, kein Problem. Unter dem Video ist eine Beschreibung mit dem Link und da findet ihr die Packliste. Tschüss.